So, meine lieben Freunde, wir sind hier auf so einer afghanischen Kundgebung von gestern auch noch. Die Jungs sind leider nicht mehr da. Die zwei Jungs von gestern kann ich jetzt leider nicht entdecken, aber wir können mal ein paar andere Leute fragen, was das hier soll und warum die hier protestieren oder worum es hier geht. Irgendwas, sowas wie Frauenrecht und dass Mädels in die Schule gehen dürfen. Irgendwas war da im Raum. Fragen wir einfach mal. Gucken wir uns an, was hier läuft. Hallo? Ich habe eine Frage. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Keine Deutsch? Keine. Was ist das? Warum ist das? So redest du jetzt. Warum? Weiß ich nicht. Also was ist die Demonstration? Das ist eine Demonstration. Aber für was? Man sieht da, also es ist jetzt so, dass... Du sprichst Deutsch sehr gut sogar. Nein. Ja, ja, ja. Aber ich kann erklären. Ja, natürlich, natürlich. Es geht jetzt darum, dass jetzt... Naja, also momentan jetzt überall wird gesagt in Medien, dass Afghanistan ist sicher. Ja. Und müssen jetzt mehrere Afghanen abgeschoben werden, ohne Grund. Okay. Und auch jetzt, es gab jetzt eine Bundesaufnahme für Afghanistan. Und die wurde jetzt, es wird jetzt irgendwie gesperrt, dass kein Mensch hier kommen kann. Und jetzt, es ist davor, es ist, deswegen ist es jetzt diese Demo. Ah, okay, deswegen, ich frage nur, ich mache... Heute August, weil an diesem Tag ist die Taliban auch in Afghanistan, also die Afghanistan einfach übernommen. Genau, das weiß ich, die Taliban, ja. Ja. Aber ich habe die Information, dass jetzt Afghanistan sicher ist, dass es Frieden ist. Wer sagt das? Dass die Taliban niemanden anfasst. Wer sagt ich habe gesehen, viele YouTuber, Vlogger, Amerikaner, alle gehen dahin. Ja, es ist gut. Also es ist jetzt so. Ich sage so. Ja. Ich habe da auch die Videos gesehen von den Amerikanern. Ich habe auch jetzt Video gesehen. Ich habe ein Deutscher war auch da. Ich habe auch Video gesehen, dass die AfD sind auch, die AfD-Wähler, die sind auch gut. Also teilweise, die sagen, das ist gut. Mhm. Aber es ist... Die Frage an sich ist so, wenn die Taliban so gut waren, wieso die NATO und die ganzen Amerikaner vor 20 Jahren dort geblieben und gegen die Taliban gekämpft haben? Und jetzt soll dann die gut sein? Achso, Sie glauben nicht daran, dass die Menschen sich verändern können, für ihr Land sozusagen was Besseres machen können? Meinst du, dass die Afghaner sind die Taliban? Weiß ich nicht. Das frage ich mich auch. Ich habe gehört, die Taliban sind Pashtun. Die Taliban... Das ist immer so eine Sache, dass man immer auf die Schultern auf Schulter von den anderen werfen will. Mhm. Aber die Taliban, ich weiß nicht, ob die Amerikaner die gemacht haben oder weiß ich. Also Afghanistan ist nicht sicher. Wenn ich jetzt dahin fahre mit deutschem Pass, habe ich Probleme? Bestimmt. Aber wenn du mit Media dahin gehst, die werden dann irgendwie sowas spielen, dass die zeigen, ja, hier ist Sicherheit. Ach so, so meinst du. Ach so, das ist alles nur Show. Du denkst, dass die Taliban machen mit Absicht. Das ist manipulierend. Es ist jetzt so. Momentan sind alle rechte Parteien kommen so ein bisschen irre. Und man sieht, das gibt es keine. Also die Linken werden so ein bisschen runterkommen, weil die Media... Also Diktatur dort? Diktatur. Es ist mehr als Diktatur, würde ich sagen. Weil dieses Land... Oh, was geht hier ab? Keine Ahnung, vielleicht irgendwie so eine Rassist. Oh, oh, oh. Die Polizei wird natürlich gleich gucken, ob sie entfernt, was auch immer hier los ist. Ja, aber ich danke dir auf jeden Fall für die Information, weil ich dachte jetzt die ganze Zeit, ich sehe auch einen Deutschen, der heißt Stefan, er heißt mein Reisetagebuch. Kenn ich. Und er war auch da. Ja. Und er sagt zu mir auf Instagram, nein, hier ist nichts, komm her und mach's, guck selber. Ich stell dir vor, da sind so viele Frauen, also alle Afghaner in Afghanistan sind Frauen, die dürfen keine Schule besuchen. Achso, die Frauen werden unterdrückt. Also das ist auch für Menschenrechte, ne, und für Frauen. Menschenrechte. Und ich stell dir vor, da sind so viele Ärzte. Also viele Ingenieure und andere, die gerade auf dem Flug sind, aber die schon seit Jahren dort studiert haben. Okay. Und was wird mit diesen Frauen? Okay. Man sagt sicher, sicher. Aber ich habe eine Frage. Sehr viele, die flüchten, sind aber keine Studenten oder große Ärzte. Bist du Arzt? Ich bin nicht Arzt, aber ich bin Immobilienkaufmann. Also zumindest habe ich meine Abi und alles einfach hier absolviert. Warum bleiben die schlauen Leute dort und die komischen Leute kommen her? Wer sagt das? Oder eine Frage anders. Wenn noch mal eine andere Frage. Warum kommen nur Männer nach Deutschland und keine Frauen? Wer sagt das? Viele Männer kommen. Ich sehe nur Männer hier. Ja, ich sage auch jetzt eine Sache. Die Frauen in Afghanistan werden seit Jahren, also schon seit Jahren, unterdrückt. Wie können diese Frauen dann hier kommen? Das heißt, die Frauen dürfen nicht raus? Nee, wenn die keine Möglichkeit haben. Also, wenn du, man sieht so ein paar Männer, das... Der Junge, was geht da wieder? Polen. Ja, die machen immer die ganze Zeit... Aber stell dir vor, es ist auch das. Du als Mann, jetzt du bist in ein Land geboren mit deiner Familie.
Ich würde meine Familie mitnehmen, alle. Ja, wenn du genug Geld dafür hast. Ach so, ja. Wenn du jetzt in den Balkan siehst, man sieht da hier, sind ein paar Leute hier gekommen. Aber wenn man im Balkan an die Europagrenze schauen kann, da werden jetzt täglich Afghaner, Afrikaner, überall die Menschen, die hier kommen, sterben oder werden von der Grenze einfach geschossen. Du meinst, es ist zu gefährlich für die Frauen und Kinder? Ja, deswegen. Also wenn man die manche Fehler von Italien sieht, dass jetzt, ich denke, letztes Jahr waren so viele Familien mit Kindern und sowas gestorben. Ja, also viele sind im Wasser gestorben. Ja, und auch die Frauen, die in Afghanistan zum Beispiel sind, die sind so unter Druck geworden, dass die jetzt können manchmal nicht reden. Also darf ich fragen, wann du gekommen bist? Oh, Ende 2011. 2011? Ja, oh, du bist schon lange hier dann. Ja, das du bist schon über 10 Jahre, 12 Jahre bist du hier. Richtig. Krass. Okay. Inwiefern hat dich Deutschland bereichert? Also findest du Afghanistan besser? Das ist die goldene Frage. Findest du Afghanistan besser oder Deutschland besser? Ich sage so, für mich, ich bin so geboren, ich bin in Berlin so aufgewachsen fast. Für mich ist ein Land, es hat keine Bedeutung für mich. Also ich, wenn ich in Berlin bin, für mich ist hier zu Hause. Also hier fühlst du dich hier wohl? Ja, weil ich arbeite hier, weil ich mehrere Abschlüsse hier absolviert habe, weil ich ein Buch geschrieben habe, weil ich 2 Jahre moderiert habe. Und ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich gespendet an die Menschenrechtsaktivisten. Und deswegen für mich ist es Berlin, es ist so eine internationale Stadt, dass jeder hier bleiben darf. Also. Was wünschst du dir für Afghanistan? Hast du einen Wunsch? Was soll sich verändern? Ich sage so, ich hoffe irgendwann, Afghanistan wird sicher. Aber dafür, die Welt muss sich ändern, weil... Die Welt muss sich für Afghanistan ändern? Ja, weil Afghanistan ist nicht unter die Hände vom Afghanen. Afghanistan werden von den anderen Ländern also kontrolliert. Mhm. Und die sagen, okay, jetzt ist sicher, jetzt ist gefährlich, jetzt müssen wir dahin gehen, jetzt müssen wir da Waffen... Leute werden gekauft, sagst du, ja? Es ist immer so gewesen. Aber seit 40 Jahren schon. Richtig. Das ist bald kommt auch jetzt die gleiche Geschichte mit Ukraine. Also das ist jetzt die gleiche Geschichte, was dort passiert wurde. Das ist jetzt gleich auch. Also eine ganz, ganz letzte und dumme Frage. Ja, genau. Warst du schon wieder, nachdem du nach Berlin gekommen bist, warst du schon Urlaub in Afghanistan? Nein, ich habe nie gewesen. Weil also hast du Angst oder sagst du, nee, ich will nicht? Ich sage so, ich bin Aktivistin für die Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderrechte, also auch bundesweit. Mhm. Und bin auch Autorin, seit ich Kind bin. Mhm. Und ich bin hier jetzt. Und wenn ich dahin gehe... Hast du ein Problem, wa? Die werden mich einfach... Also keiner wird mich einfach... Die Taliban, ja? Die werden bestimmt mich umbringen. Das heißt, du hast ein Problem, du darfst nicht zurück. Nee. Obwohl ich einen deutschen Pass habe, trotzdem darf ich nicht. Weil wenn keine Media da wäre, was wird dann? Also die YouTuber und die alle, die da gehen... Am meisten die arbeiten auch mit den rechten Parteien, die dann, wir machen jetzt so, dass wir viele Menschen dort abschieben, du gehst da und kriegst du dafür so viel Geld und so, dass du sagst, ja, hier Sicherheit, hier das und das. Meinst du, die Leute werden bezahlt? Am meisten, ich würde sagen 100%, weil wenn man dort sieht, die Frauen werden täglich sterben, unterdrückt. Unterdrückt, ja, auch ja. Kinder und andere Unschuldige, wenn du gegen die Stadt was sagst, du wirst dann ins Gefängnis kommen oder... Das heißt, seine Meinung darf man da nicht sagen, wie in Berlin. Berlin ist jetzt gerade so. Also ich hatte früher Berlin anders gesehen. Also da war viel demokratisch. Gerade man hat Angst jetzt, dass die AfD auf den Markt kommen. Dann kommt jetzt 1933 bis 1944. Hast du Angst vor der AfD? Bruder, ich kenne viele Geschichten und ich bin mit vielen Menschen unterwegs gewesen, auch viel mit den Omas und so, die da damals den 1933 bis 1945 erlebt haben. Das ist die gleiche Methode, die gleiche Propaganda. Okay. Ja, ich verstehe natürlich, deswegen bin ich auf keiner Seite. Ich denke, du hast auch Angst, Bruder. Ich bin auf keiner Seite, ja klar. Ich weiß, also, ja. Du darfst... Ich wähle niemanden, wem wählst du? auch niemand. Also ich wähle Linke, weil die... Die Linke? Die Linke ist die einzige, die für Deutschland, für die Gesellschaft, für die ganz für alles also gut ist, aber auch nicht meine Fall. Ja, weil auch die Grünen auch nicht. Also Grüne würde ich sagen, ich lasse da, aber ich stelle dir vor, also die Linke sind gegen Waffenlieferung. Ach, sie sind gegen Rival, ja? Okay, okay. Gegen weil die Grünen liefern. Also Grüne, ja, aber Linke meine ich. Linke liefern nicht, sagst du, ja? Ah, okay. Zumindest in die sagen, dass wir müssen ein demokratisches Land haben. Und für mich ist es
egal welche Partei wird gewinnen, aber Hauptsache ein demokratisch. Also Demokratie. Demokratie. Du willst auch in Afghanistan Demokratie am besten haben? Es ist unmöglich, Bruder. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Also ich bin dort weil gebunden. Die Leute dort gehen nach der Scharia. Das ist, diese Scharia ist auch so. Ist Quatsch, so eine Erfindung. Quatsch, meinst du? Ja. Nee, ist nicht Erfindung. Doch, doch. Steht im Koran. Bruder, ich habe mehrere Religionen studiert. Echt? Ich habe vom Buddhisten bis Christen bis Muslim. Es gibt keiner sowas. Aber echt, ja? Das ist alles Media, was man für Propaganda braucht. Okay, krass. Also ist gar nicht so streng, wie sie tun. Also die Taliban würde ich auch erstmal sagen, es ist Islam und Taliban sind zwei Sachen. Da muss man nicht einmischen. Genau das, wenn man sagt, man kann nicht die Nazi mit den Christen so vergleichen. Also das ist, verstehe, kann man auch nicht. Muss man auch. Aber wieso ist das so? Wieso sind die Menschen so radikal? Warum machen die das? Warum kann man nicht in Ruhe leben? Dieses Land besitzt von den anderen, Bruder, seit Jahren. Und bei Afghanistan in den 50ern, 60er Jahren war es sehr modern. Also Afghanistan, Tadschikistan, Iran, alle. Ja, damals waren, aber jetzt seit 40 Jahren ist es immer so. Wie kann das passieren? Warum ist das so passiert? Es ist das gleiche Geschichte wie in Ukraine gerade, was passiert. Ja. Einmal kommen die Russen, dann kommen die Amerikaner, dann kämpfen, dann werden Afghanen sterben, dann werden ein paar Menschen dort geschickt, dass die gegen Russland kämpfen und das und dann Russland wird was, dann bringt Menschen um. Also du denkst, es ist Absicht, also die versuchen irgendwie so, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mich von diesen Sachen distanzieren, weil ich bin ein bisschen klein dafür, aber aus Erfahrung würde ich sagen, so was ich in Afghanistan damals erlebt habe, oben waren für mich die NATO, die an uns geschossen haben und unten waren die Taliban. Also aus beiden Seiten wurde die beschossen? Ja, das waren die Zivilisten. Und man weiß, also als Kind habe ich so erlebt, aber... Wie alt bist du jetzt? Ich bin 27. 27, du bist vor 12 Jahren gekommen, da warst du wie alt? So klein war ich. Na gut, so klein warst du auch nicht, 15, 16? Ungefähr. So. Ja, krass, sehr, sehr gut. Wie bist du gekommen? War das anstrengend oder war okay? Mit Flux, so kennst du diese Leute? Sehr gut, sehr gut, geiler Team. Ja. Aber war es schwer übers Wasser auch, oder? Darüber werde ich nicht sein, weil ja, okay, wenn, es ist viel persönlich. Ne? Okay, also war schwer, war nicht so einfach. Bruder, woher hast du das Geld bekommen? Wie hast du das Geld bekommen? Also ich weil es kommen nur rüber Leute, die auch Geld haben ein bisschen. Richtig, das ist auch. Ich hatte auch damals ungefähr 20.000 Dollar bis 20.000. Hast du gespart, ne? Ja, nicht gespart, vom Vater bekommen. Achso, du hast wahrscheinlich von der Familie habt ihr eingesammelt und dann für eine Person. Darüber werde ich auch nicht reden. Okay. Weil das ist dann auch verstehe. Wie waren die Amis zu euch, wenn sie euch gesehen haben? Die amerikanischen Leute, also die NATO und die Amis, die Soldaten. Waren die nett, oder? Ich war klein und ich hatte einfach erlebt, dass von beider Seite man hat irgendwas bekommen. Ja, das ist krass. Und jetzt werden, ohne Grund, einfach so. Die haben gegen die Taliban, gegen die Touristen gekämpft haben. Und jetzt werden gesagt, dass die Taliban sind demokratisch. Also das muss man erstmal hier... Ist die Welt nicht krank? Ist krank, oder? Ich bin krank. Vor 10 Jahren war so, jetzt ist so. Ja, ich habe auch Angst vor dieser Welt. Das heißt, diese Welt, diese ganz großen Leute machen, wie sie wollen. So, jeder soll glauben, was sie wollen. Ja, das ist, geht jetzt um Macht und Geld. Krass, ne? Ja. Ich danke dir für das Gespräch, mein Lieber. Wie heißt du? Wahid. Ja. Wahid. Ja, danke schön. Danke dir. Ich selber komme aus Tadschikistan, ich bin 1993 gekommen. Hey, Tadschikistan. Ja, ich bin vor 31 Jahren nach Berlin gekommen. Super. Da war ich 7 Jahre alt. Sasi, kennst du auch Tadschikistan? Natürlich ein bisschen, ja. Ich verstehe, wenn Afghaner Scheiße reden, ich verstehe. Ja. Lästern. Ja, aber ich habe auch viel die Tadschiken übersetzt. Und ja. Ich meine, die Kulturen, die sind auch sehr nett. Die sind auch. Früher gab es keine. Ja, bei uns ist Ruhe, bei uns ist Frieden jetzt. Ja, weil da ja. Russland. Wegen Russland, ja, sonst. Bei uns kommt keiner ran, weißt du? Ja, da muss man auch sagen. Also bei uns dürfen nicht Ami hier rein. Ja, aber auch, was machen die Russen? Da muss man auch. Denken. Natürlich. Aber ja, jeder dieser großen Leute. Die Geschichte ist immer gleich. Der stärker ist, der fragt nicht, er macht einfach, wa? Und darunter leiden die Zivilisten und wie ich, du und andere. Richtig. Wir sind ja auch damals hergekommen. Richtig. 1993. Da war ich klein noch. Ja, sehr, sehr lange her. Wie schwer war für deine Eltern? Sehr schwer. Das war damals Bürgerkrieg, aber auch wegen Russland. Ich hatte jetzt neulich ein Paar, also eine Frau und einen Mann aus Tadschikistan kennengelernt. Die sind von dort hier gekommen, weil die waren dort nicht in Sicherheit. Yeah. Deswegen, es ist immer überall. Ist nicht, die ganze Welt ist nicht mehr Politik sicher. Politik ist an sich scheiße.
Wir bleiben richtig, einfach ja. normale Menschen auf dieser ganzen Welt. Bist du selber religiös? Ich habe alle Religionen studiert. Aber alle Religionen studiert? 280 Religionen auf der Welt? Nee, ich meine sowas, die großen. Also Juden, Christi, also Christ. Und hast du gelesen, sagst du? Ja, weil damals gab es... Alles gleich, oder? Fast alles gleich. Es ist gleich, aber ich sage so, eine Religion soll persönlich sein, wie man was hat mit seiner Frau oder Freundin. Es wäre besser. Ist eine persönliche Sache, ja, ja, klar. Ja. Ich sage immer, mich interessiert Religion nicht. Bücher, diese beiden Bücher, Alter. Aber Respekt, die das machen, weißt du? Ja. Die Christen, die Juden, alle sind Freunde von mir. Und ich esse mit den Leuten. Ich unterhalte Man versteht sich, ne? Richtig, ja. Religion ist eigentlich Privatsache. Ich sage immer auch zu Leuten, quatsch mich nicht voll. Das ist deine Sache. Dir geht's gut, du glaubst an Gott? Freu dich, halt die Schnauze. So sage ich immer. Sag ich auch das Gleiche. Ja. Und weil es ich will nichts hören, wenn dir gut geht, erzähl nichts. Das ist Berlin, Bruder. Das ist ja, Berlin. Berlin ist international. Richtig, ja. Also ich sage auch immer so. Ich sage immer den Leuten, ich versuche den Leuten zu verstehen zu geben, nicht jeder ist Christ, nicht jeder ist Muslim. Komm klar, nicht alle Menschen sind gleich. Bitte. Das verstehe ich, was du sagst. Ich danke dir. Ein sehr, sehr netter junger Mann hier, direkt hier vor der Mahnwache, ja, gegen die Taliban. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, mein Name ist J6, All in the Mix. Vielleicht machen wir noch mal ein, zwei Interviews. Tschüss.